Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Way of the Hunter mit eurem Captain Dax. Wir machen heute ein paar Quests. Ich will endlich diese Maultierhirsch-Quest fertig machen, wo ich einen mit weniger als 40% Fitnesslevel erwachsen oder alt schießen muss. Noch einen muss ich noch schießen. Einen einzigen noch. Und dann gucken wir mal, wie die Questreihe so weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Let's go. So, heute gehe ich mal hier runter und gehe den Fluss entlang nach da, weil sehr oft verschrecke ich genau an dieser Stelle da vom Fluss. Verschrecke ich Tiere. Siehst du, guck mal. Aber das könnte die Gruppe sein mit den Jungen. Wisst ihr noch? Ich habe ja zwei, eine Gruppe habe ich ja mit drei jungen Böcken. Nee, guck mal, hier sind Erwachsene dabei. Aber es kann sein, dass die sich jetzt, dass die jetzt älter geworden sind, ne? Ich bin ja immer noch begeistert von der Waffe, die ich beim letzten Mal hatte. Es haben mir aber viele auch gesagt, dass die 22er auch sehr gut für Fasane ist. Also, vielleicht habe ich im letzten YouTube-Video vielleicht ein bisschen voreilig das Video die beste Waffe für Fasane genannt. Ich muss das testen. Entschuldigung. Ich habe so ein bisschen... es gab zu viel Frosch zum Mittag, deswegen habe ich noch einen, der sitzt noch tief im Hals. Ich bräuchte so ein bisschen Highground. Wie in Fortnite, ne? Von oben. Das ist der Grund, warum die kleinen Kiddies immer so riesige Türme bauen. Weil die Highground brauchen. Alter, Digga. Was ist hier los? Riesige... Ey! What the fuck? What? Was zur Hölle? Riesige Fasanenwanderung hier. Ey, das hört nicht auf. Warte mal, wie viele Fasane sehe ich jetzt hier? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Fasane hier auf der Straße. Es ist so, als ob die ganze Fasanenpopulation dieser Map gerade über diese Straße ist einfach ein... Ist einfach ein 5-Sterne-Fasan. Habe ich mir zwar meine Hirsche verjagt, aber es ist einfach ein 5-Sterne-Fasan gewesen. Lol. Hör auf. Das ist mein erstes 5-Sterne-Tier. Schöner Treffer. Das ist einfach das erste 5-Sterne-Tier, was ich in diesem Spiel schieße. Ein Fasan. Ja? Mit seiner ganzen Belegschaft, mit so, der sah aus wie Monte auf der Gamescom. Wirklich, der hatte ja wirklich so viel Security dabei. Was zur Hölle? Fitnesslevel 92,86. Schönes Ding. Das werden wir ausstopfen müssen. So. Den nächsten. Ins Herz. Lol. Der hatte nur einen Stern. War einer von den aus der. Ich kenne ja die Herde, ne? Die kenne ich ganz gut. Das ist die Herde, in der drei junge Hirsche immer waren. Und jetzt ist einer von denen ist jetzt erwachsen geworden. Und der könnte genau der sein, der mir jetzt für die Quest fehlt. So, 150 Meter genullt. So, schön in die rechte Lunge. Und er hat einen 24,76. Ja, sehr gut. Das ist genau das Fitnesslevel. Top. Der musste auf jeden Fall raus. Aber warum habe ich jetzt die Quest nicht abgeschlossen? Das war doch ein Maultierhirsch, ne? War kein Weißwedel. Alter Jucktier. Hä? Hä? Aber es stand doch dran, dass er... Also, ist das jetzt immer noch dieser Bug? Kann das sein, weil ich kenne ja die Gruppe. So. Und es waren ja drei Jungtiere. Und einer davon ist jetzt erwachsen geworden. War der vielleicht... Weiß ich nicht. Seit 5 Minuten erwachsen und das Spiel hat ihn noch nicht als Erwachsenen mitgezählt, sondern noch als Jungtier? Oder... Also, hä? Ach Mann. Jetzt fehlt mir doch noch ein Bock. Das ist ein Junger. Hier ist ein
Ausgewachsener mit 2 Sternen. Da ist ein Ausgewachsener mit 1 Stern. Ja, der sollte für unsere Quest genau das Richtige sein. Falsche Waffe. Oh lol. Der hat sich wirklich dann nur kurz ausgeruht, ne? Und geht dann noch mal kurz steil. Ah, 53,05. Lol, warum hast du denn nur einen Stern, Digga? Warum hast du denn nur einen Stern? Ach. Doch noch nicht die Quest erfüllt. Ja. Sehr guter Treffer, sehr guter Treffer. Da liegt er. Ja, siehst du. So weit hat er es ja doch nicht mehr geschafft. Ja, Doppellunge, sag ich ja. Schön in die Doppellunge. Ja, top. Hätte ich ein bisschen niedriger zielen sollen fürs Herz. Und, 65,13. Das gibt's nicht. Ich krieg meine Quest nicht fertig. Das ist wirklich schlimm heute. Easy. So, mein Großer. Ich hab dir einen schönen, direkten Herztreffer verpasst. Der ist wirklich schön. Der ist wirklich richtig schön. Ach, 57,7. Leck mich doch an die Füße, ey, wirklich. 150 Meter. Und... Also, manchmal ist es wirklich creepy da. Ah, da liegt er auch. Ich sehe seinen weißen Po. So. Der hat wirklich ein sehr kleines Geweih. Ist aber auch ein... ach, Digga, ist das ein Weißwedelhirsch. Ich muss eigentlich Maultier, aber egal. Ja, 50,6, das ist alles ist verkehrt. Alles ist verkehrt an diesem Bock, alles. Alles ist verkehrt, außer dass er wahrscheinlich, wenn er erwachsen wäre, ausgewachsen wäre, trotzdem nur einen Stern hätte. So, rechter... Oh, das war aber knapp. Ah, doch, Doppellunge. Ein bisschen Doppellunge. Okay. Jagdwertung 5 Sterne. Läuft also auch mit der Waffe, mit dem Fuchs. Hat zwar nur 37,56 genetisches Potenzial, aber... Was soll's? Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Und Salat ab. So, schön ins Fleisch getroffen. 4 Sterne, 4 von 5. Der hat ein genetisches Potenzial von 98,25, ist aber ausgewachsen und hat 4 Sterne. Das verstehe ich nicht. Vielleicht kann mir das irgendjemand mal in den YouTube-Kommentaren oder so erklären, warum ein Tier mit 98,25 genetischen Fitnesslevel, Potenzial, was auch immer, 4 von 5 Sterne hat. Warum? Der Fasanenhahn, den ich heute schon geschossen habe, mit 5 Sternen, hat nämlich ein Fitness genetisches Level von 92,86. Also den ich eben gerade geschossen habe, der war eigentlich besser. Ihr Blut, ja, der kommt nicht weiß. Oh lol. Er kommt nicht weit, da liegt er. Schön. Ja, schön, Doppellunge. Und habe ich doch gesagt, 15,4. Der musste auf jeden Fall raus, ne? Der musste auf jeden Fall raus. Das hat man schon am Geweih gesehen. Da aus dem wird nichts mehr. Tja,
Schade für ihn, gut für mich. So läuft's nun mal. Oder könnten wir mal ausprobieren, ob wir mit der Waffe auch auf Dachse schießen können, aber ich glaube schon. Also mit den beiden Waffen, die ich mir da jetzt gerade ausgesucht habe, komme ich sehr, sehr gut klar. Weil mit denen kann ich anscheinend alles schießen, was so klein ist und alles schießen, was so groß ist. Ne? Klingt ein bisschen doof, aber ihr wisst, was ich meine. Also damit komme ich sehr gut zurecht bis jetzt. Gibt es, glaube ich, kein Tier bisher, was ich nicht damit erlegen kann. So. Ja. Ist dann in der Lunge stecken geblieben. Also ist ein bisschen schwach für einen Dachs, aber... Oh, lol. Hab den schon das zweite Mal getroffen. Okay. Also den habe ich schon mal angeknallt. So, der hat auf jeden Fall eine Jagdwertung von 5 und hat eine Trophäenwertung von 0. Achso, das ist ein Weibchen. Okay, verstehe. Ja, ist ein Weibchen. Ich habe die, lass mich kurz schauen. Ich habe einmal die Pro Hunter 2 für Weißwedel, Wapiti, Maultierhirsche, Bären, alles, was so größer ist als ein Hund. Und für die kleinen Tiere habe ich die Sapphire, die Steyr Sapphire 2. Erwischt. Erwachsen, ein Stern, musste raus. Sehr schönes Ding. 52,33. Top. Wir sind aber auch wieder viel unterwegs heute. Wieder echt viel unterwegs. Jungtier. 91,86. Okay, ich höre auf für heute. Oh mein Gott. Das war nicht gut. Muss ich den dann noch einsammeln, den ich geschossen habe? Der hätte definitiv mehr Zeit gebraucht, um sich richtig zu entfalten. 42,85. Der ist okay. Den hätten wir wirklich schießen sollen. Haben wir auch. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge Way of the Hunter. Schon wieder Fasane geschossen und schon wieder ein wirklich gutes Tier geschossen. Meinen ersten 5-Sterne-Fasan und gleich in die Trophäenhütte. Ich konnte meine Quest immer noch nicht abschließen. Ich habe immer noch kein Maultier. Ich habe es krampfhaft versucht, Maultierhirsch mit einem Fitnesswert von unter 40 zu schießen. Ihr habt selber gesehen, das Spiel war heute irgendwie gegen mich. Naja, auf jeden Fall, ich wünsche euch schönes Wochenende, schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao.